Hallo meine Lieben, endlich gibt's mein Travel-Album. Es hat mich ein bisschen gedauert oder ein bisschen Zeit gekostet, bis ich dazu kam. Geschuldet durch Urlaub, wenig Zeit, viel zu tun, Mila, alles Mögliche. Aber heute ist es soweit, ich kann mit euch mein Travel-Album teilen. Das ist ein 6x12-Album und ich weiß nicht genau, wie breit die Bindung ist. Das müssten in etwa 2,5 Inch, glaube ich, sein. Was ich ja ganz gerne mache, sind kleine Fotos in diese Label hinten reinzumachen. Ich habe mein Lieblingsfoto von 2018 genommen und in dem Album selber, das ist eine schöne kleine dicke Göttlichkeit, nenne ich es mal, sind 5 Urlaube drin. Ich werde mir die Zeit nehmen, nach und nach alle Urlaube der vergangenen Jahre auch in das gleiche Format zu bringen. Ich liebe diese Albumgrößen für ein schönes Layout, Fotos zusammenzuziehen, größere Fotos auch mal reinzunehmen und auch ein paar schöne Karten zu verwenden, ist das absolut meine Lieblingsgröße. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Das hier ist die Chatty-Version, die habt ihr ja gewollt. Auf Instagram frage ich ja immer mal wieder, was ihr gerne sehen möchtet und ihr könnt mitentscheiden, ob lang oder kurz oder wie auch immer. Und ihr habt gesagt, ihr hättet gerne eine lange Variante mit ganz viel Erzählerei. So, was ich gemacht habe, sind die Urlaube mit diesen Avery-Tabs zu differenzieren. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier einfach überall drauf geschrieben, wo wir denn waren. Also 5 Urlaube. Und auf der Rückseite habe ich mini kleine Fotos reingebracht. Und ich fand das so cool. Und das hatte ich auch irgendwie auf Instagram geteilt. Und das fanden auch ganz viele von euch toll. Genau, das müsste ich auch, oder wollte ich unbedingt auch nochmal zeigen. Also, 6x12 ist meine absolute Lieblingsgröße. Ich denke, für Project Life wäre es mir zu klein, aber für so ein Urlaubsalbum, wo man nicht immer ganz so viele Fotos hat, aber trotzdem ein paar Seiten zusammenstellen möchte, ist es die richtige Größe. Ich habe bisher noch kein 9x6 probiert, aber das hier, wie gesagt, ist momentan absolut meine Lieblingsgröße. Ja, für die Titelseite habe ich ein großes Foto verwendet. Da waren wir auf den Seychellen. Von der Reihenfolge her, die Seychellen müsste der letzte Urlaub gewesen sein, genau, und dann quasi nach vorne gehend. Also ich habe quasi hinten angefangen und nach oben gearbeitet. Weiß ich auch nicht, ob ich das nochmal so machen würde, aber für den Urlaub oder für dieses Album habe ich mich jetzt dafür entschieden. Die großen Alpha-Sticker sind von Felicity Jane. Ich tue mich immer schwer mit so Riesenstickern, aber wenn man natürlich so viel Platz hat, dann ist das eine ganz gute Variante. Und als großer Sammler von allem Möglichen, wenn ich auf Reisen bin, habe ich natürlich Karten, Erinnerungen, Ephemera und so weiter gesammelt, die ich dann natürlich hier auch mit eingearbeitet habe. Also ich habe hier einfach mal noch die Karte von den Seychellen. Wir waren auf, jetzt muss ich überlegen, ach Gott, wir waren auf der Hauptinsel, auf Mahé. Und ich habe einfach das Hotel markiert, in dem wir waren. Und dann habe ich noch ein Foto, was ich übrig hatte, einfach hier mit reingesteckt. Ob das da bleibt, das weiß ich noch nicht. Und dann habe ich auch natürlich hier nochmal eins von den kleinen Fotos, was mir halt irgendwie ganz gut gefallen hat und repräsentativ war für den Urlaub. Dann habe ich hier einfach noch so einen Voucher und so einen Umrechnungsteil mal mit reingesteckt. Und habe für den Malediven-Urlaub, da das die meisten Fotos sind, auch nochmal so ein bisschen themenmäßig untergliedert. Und dafür habe ich die Transparencies genommen, die ich noch in meinem Stash hatte. Und das hier, glaube ich, war von einer Linie von Heidi Swap. Das hatte mir so gut gefallen, das wollte ich unbedingt als Separator quasi einbinden. Hier habe ich dann unsere Flugtickets. Leider gibt es ja keine wirklichen Tickets mehr, sondern man hat irgendwas Ausgedrucktes. Wir sind mit Emirates geflogen. Ich liebe, liebe, liebe Emirates. Und habe dann einfach nochmal alles markiert, unsere Flüge, wo wir hingeflogen sind, wann wir geflogen sind und so weiter. Und natürlich habe ich auch jede Menge Journaling gemacht gehabt. Wenn ihr lesen wollt, was da so draufsteht, könnt ihr gerne machen. Ich würde das Ganze oder ich mache da keine Geheimnisse draus, müsst ihr halt irgendwie das Bild anhalten und lesen, wenn ihr möchtet. Ja, genau. Und dann habe ich einfach jede Menge Fotos genommen. Ich habe Karten aus meinem großen Stash genommen. Hauptsächlich sind die von Ellie Edwards, würde ich sagen, und Studio Calico. Ansonsten habe ich vielleicht noch ein bisschen Felicity Jane genommen. Aber ich würde sagen, hauptsächlich sind das die zwei Sachen, die ich genommen habe. Und von den Embellishments her habe ich es auch simpel gehalten. Also meistens dann auch die zwei Sachen. Ich habe noch die Travel Collection von... Was war das denn? Crepe Paper habe ich noch genommen für so ein paar Sticker, aber ansonsten, ja, ist es relativ simpel geblieben und alles, was ich natürlich so in meinem Stash hatte. Eins meiner Lieblingsdinge war insbesondere für den Urlaub diese Transparency Sticker, die auch von Ellie Edwards sind.
Und ich habe natürlich immer geguckt, wenn ich halt eine Doppelseite habe, dass es farblich miteinander harmoniert. Ich habe super gern geschrieben. Ich habe mal wieder mit dem Muji-Pen geschrieben, den ich echt super gerne mag. Der hat die perfekte Dicke von Spitze her und schmiert nicht und trocknet auch sehr, sehr schnell. Dann, was ich halt sehr, sehr gerne mache, da habe ich jetzt auch schon ein paar Mal in Project Life drüber gesprochen, sind Stempel als Embellishment verwenden oder als Sticker verwenden. Und ich bin ja ein Liebhaber von Schwarz-Weiß, deswegen mache ich ganz gerne, dass ich halt Schwarz-Weiß-Komponenten mit reinbaue. Ja, genau, das war quasi die Anreise, die Einflugsschneise. Und dann war erstmal Relaxen angesagt. Zum Glück ist die Zeitverschiebung nicht ganz so doll, sodass wir eigentlich relativ schnell wieder drin waren. Ich kann euch sagen, wir kamen gerade aus den Staaten zurück. Meine Tochter hat mich 4 Nächte hintereinander um 2 Uhr nachts wach gemacht und das war einfach nur Horror, weil ich arbeiten musste. Was ich ganz gut finde, ist, dass man auch einfach Fotos nehmen kann und zerschneiden kann. Ich weiß, es gibt viele, die sind nicht so wirklich ein Fan davon, aber ich finde es gar nicht schlimm. Mir gefällt es auch, um ganz ehrlich zu sein, ganz gut. Ihr werdet nachher noch ein paar andere Varianten dazu sehen. Wiederholtes Stempeln, auch ganz schön, wie gesagt, ne, diese Elemente einfach mal drauf zu bringen. Und wie ihr sehen könnt, hier ist eigentlich nicht viel passiert. Ich habe hier mit einem, das ist ein Sharpie, jetzt lasst mich mal gucken, ob ich den hier in Griffweite habe. Den habe ich auf Amazon bestellt, auf das Foto gemalt, auf weißem Papier gestempelt und eine Journaling-Karte und noch eine dekorative Karte reingesteckt. Und pow, schon sieht die Seite richtig klasse aus. Also gefällt mir echt sehr gut. Dann auch hier, das, was ich ganz gerne mache, ist halt auch einfach ab und zu mal so, um die Fotos zu doodeln, was ich auch ganz gerne auf weißem Papier manchmal mache. Wenn ihr Project Life von mir schon ein paar Mal gesehen habt, dann habt ihr mit Sicherheit auch schon mal eine Karte gesehen, die so eine Umrandung hatte. In dem ganzen Album habe ich, glaube ich, keine Fotos mit Rand verwendet. Ich habe, glaube ich, mal darüber gesprochen. Im Project Life mache ich es ganz gerne, weil diese Umrandung für mich so ein bisschen eine Abgrenzung von Foto zu Foto hat. Und in so einem Urlaubsalbum gehören ja alle Fotos mehr oder weniger zusammen. Deswegen, so ist meine Erklärung für mich, verwende ich hier eigentlich nicht so gerne die Umrandung. Also hier sind so echt so Traumfotos natürlich. Meine Tochter hat den Sand geliebt. Ich habe sie fast nicht aus dem Sand gekriegt. Und ich bin ja so ein bisschen so eine, ich kann keinen Sand haben, ich mag kein Salzwasser. Aber seit ich meine Tochter habe, ich war so oft im Pool, ich war so oft im Meer. Mein Mann hat schon gesagt gehabt, also das hier gibt es eigentlich gar nicht. Ich bin sogar in kaltes Wasser gegangen, nur dass meine Tochter halt reingehen konnte. Und ja, also bringt so ein bisschen eine ganz neue Seite bei mir raus, mein Kind. Was ich auch immer ganz gerne mache, sind so Fuß-Selfies, einfach from where I stand, mitten ins Foto reinstempeln. Das gefällt mir auch sehr gut. Und auch hier wieder, ne? Also es ist nicht viel gemacht und es sieht einfach nur klasse aus. Ja, ich habe auch ein bisschen mit verschiedenen Größen ab und zu mal gespielt. Also das hier ist, glaube ich, keine reguläre Größe von irgendwas. Das Foto ist auch ein bisschen überdimensional. Das habe ich, ich habe die Hülle dann einfach so zugeschweißt, wie das Foto war. Genau, und dann auch hier sowas habe ich mal ganz gerne genommen, dass ich mal ein kleineres Foto reingemacht habe. Hebt das Ganze so ein bisschen vom Rest ab. Und dann hier sind die Sticker von Crate Paper. Und dann, wie gesagt, ab und zu, wenn so Themen oder Fotos themenmäßig ein bisschen differenziert werden mussten, meiner Meinung nach, dann habe ich halt einfach so ein Transparency reingelegt. Genau, dann mein Mann liebt es zu angeln und möchte immer, falls möglich, eine Bootstour machen. Also mussten wir natürlich eine Bootstour machen. War auch ganz toll. Ich habe diesmal eine Reisetablette genommen. Ich war nicht so müde, wie ich das sonst bin. Ich bin echt sehr empfindlich, was Wasser und sowas angeht. Aber das hier war ganz super gewesen. Mila hat geschlafen und das war alles gut gewesen. Also ich hatte dann nicht weiter Probleme gehabt. Genau, dann haben wir hier noch ein paar Fotos von der super schönen Landschaft. Also wir haben einen Schnorchelausflug hierhin gemacht und haben richtig tolle Riffe noch gesehen. Das war ein Naturschutzpark, glaube ich. Das musste ich so ein bisschen dokumentieren. Und dann gibt es hier so Sticker, auch wieder diese Transparency-Sticker. The planet does not need more successful people. The planet desperately needs more peacemakers, healers, resorters, storytellers and lovers of all kinds. Dalai Lama. Also hat irgendwie total mit dem Foto gepasst. Und dann hier ist so das, worüber ich gerade eben gesprochen habe. Wir haben hier einfach zerschnittene Fotos. Oder ich mag das ganz gerne. Ich habe dann einfach die größeren Fotos genommen und habe sie dann auf 2 Taschen aufgeteilt. Das hier ist ein 3x3. So ein bisschen mosaikmäßig. Hat mir auch sehr gut gefallen.
auch hier wieder ein bisschen Platz zum Journalen, dann mit dem Sharpie drumherum gedudelt, sowas hier gemacht. Wir waren, wie gesagt, angeln. Marian hatte mal wieder totales Anglerglück. Da seht ihr die ganzen Fische, die er gefangen hat. Dann sowas finde ich halt auch immer ganz toll. Und was ich auch manchmal mache, sind Sachen innen wie außen aufzukleben. Also es kommt immer drauf an. Ich mag es nicht so gerne, dass die Sachen, wenn sie drinnen sind, halt so ein bisschen Dimensionen erzeugen. Deswegen klebe ich es auch manchmal außen drauf. Das ist hier so ein Puffy-Sticker. Dann mehr Fotos. In diesen Reisealben an sich verwende ich auch relativ wenig Designkarten oder Journalingkarten. Natürlich ist der Fokus so ein bisschen mehr auf Fotos. Aber natürlich auch, wenn ich was zu erzählen habe, dann journal ich darüber. Aber hauptsächlich gucke ich, dass ich halt einfach viele der wunderbaren Fotos hier rein dokumentiert bekomme. Was ich zum Beispiel auch manchmal mache, ist nicht tageweise das Ganze dokumentiere, sondern so ein bisschen themenweise. Also wenn wir am Strand waren, dann gucke ich einfach, was hatte ich alles für Strandfotos, wenn wir unterwegs waren, irgendwie was besichtigt haben und so weiter. Dann auch so. Natürlich hier, das war jetzt so ein Angler-Event, das war dann halt quasi als eine Tagesgeschichte erzählt, aber so Pool-Fotos. Das sind auch Fotos von mehreren Tagen, müssten das, glaube ich, sein. Auch einfach schön. Dann immer mal wieder, ach, hier sind zum Beispiel auch andere Elemente. Hier zum Beispiel ist wieder ein Element, was ich außen hingeklebt habe. Ich bin ja ein totaler Freund von Chipboard. Dann diese geilen Sticker. Ich weiß jetzt nicht, wo ich das Sheet habe, aber auch hier, wie ihr sehen könnt, ist das wieder so eine Sondergröße. Aber ich fand das irgendwie ganz gut. Habe dann einfach so ein 6x8 Protection Sheet genommen und ein bisschen runtergeschnitten. Hier waren wir eine Rum-Destillerie besuchen, besichtigen. Wir haben eine Tagestour über die Insel gemacht, da ist man ja relativ schnell drüber. Genau. Das hier war zum Beispiel der Teaspot von der Queen, als sie jung war. Ich weiß nicht, wie viele Jahre es her ist, als sie da war, aber da hatten sie damals irgendwie freigemacht, um oben einen Teaspot zu machen und die hatte dann die Insel besichtigt. Einfach Traumstrände, also es war so schön. Wobei ich kann euch sagen, ihr müsst auf die Mondverhältnisse aufpassen. Ich hätte nie gedacht, dass das so eine Auswirkung hat. Wir kamen an bei, ich glaube, Neumond. Alles war super schön. Das Wasser war relativ weit raus. Kein Dreck. Und dann war auf einmal Vollmond und danach sah es aus. Also wirklich, ich hätte einen absoluten Anfall bekommen, wenn wir zu der Zeit angekommen wären. Ach, hier wieder das mit dem Zerschnittenen. Besonders bei Landschaftsbildern funktioniert das ganz gut. Aber ich finde auch zum Beispiel hier, also es kommt immer darauf an, wo man zum Beispiel die Fotos auseinanderschneidet. Rückseite. Mila hatte wirklich so viel Spaß mit dem ganzen Sand. Und dann habe ich auch immer mal wieder Sachen verwendet, die dann halt auch gepasst haben. Dann hatten wir so einen coolen, wir hatten eine Beachvilla mit Pool vorne dran. Und da gab es so einen kleinen Teil im Becken, der halt nicht so tief war, wo dann auch Mila immer spielen konnte. Ich bin mal gespannt, weil die kleine Wasserratte schwimmen kann. Also wer so viel Bock auf Wasser hat, der wird mit Sicherheit relativ schnell schwimmen können. Genau, dann haben wir hier noch ein paar Beach-Fotos. Wir haben immer am Beach gegessen und sie hatte echt so Spaß daran und es war echt schön. Was ich ja so ein bisschen Panik mit hatte, war ja mit den Moskitos. Also ich habe wirklich alle 10 Minuten so einfach mal irgendwie wohin gesprüht, in der Hoffnung, dass ich nicht verstochen werde. Das hat echt ganz gut geklappt gehabt, aber ich kann euch nur empfehlen, nehmt euch die einheimischen Produkte, die funktionieren wesentlich besser. Wir hatten da Touris und andere Hotelbesucher, die haben ausgesehen, um Gottes Willen. Ich habe gedacht, da wäre die Beulenpest eingeschlagen. Also das war wirklich dramatisch, wie das zum Teil aussah. Was ich natürlich liebe, ist Sushi. Also die hatten verschiedene Restaurants. Vom Essen an sich waren wir hier nicht so ganz begeistert gewesen, aber das Teppanyaki- und Sushi-Restaurant war der Hammer und da habe ich irgendwie jeden Tag auch fast was gegessen. Und auch hier wieder. Ihr seht ja, also wie gesagt, von den Embellishments her ist es echt simpel gehalten. Stempel, 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 was außen drauf geklebt. Manchmal gehe ich auch nochmal immer wieder zurück und mache nochmal ein bisschen was. Also wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie ein neues Sticker-Set bekomme oder was auch immer und ich kann mich daran erinnern, dass irgendwie in dem Album an sich noch eine Stelle gewesen wäre, wo ich mir etwas gewünscht hätte, dann gehe ich auch im Nachhinein immer mal wieder hin und stecke da was drauf oder klebe da noch was drauf. Und dann hat man noch so ein Floating Breakfast in einem Pool gemacht. Das war auch irgendwie ganz cool. Und Mila hat Spaghetti gegessen. Ich hatte ja wieder tierisch Probleme, sie ans Essen zu gewöhnen, beziehungsweise ihr irgendwas zu geben, was sie dann auch mochte. Deswegen haben wir zu der Zeit auch noch ganz viel Milch und Essen mitgeschleppt. Zum letzten Urlaub, also jetzt in den Staaten, hatten wir das Problem zum Glück nicht mehr gehabt. Meine kleine Maus, die hat auch so gegessen. Das war schon mal sehr, sehr viel wert.
Genau, dann haben wir noch ein paar Fotos. Die sind halt auch random, wie gesagt. Also es kann sein, dass die irgendwie vorab mal waren oder dass die zu einem späteren Zeitpunkt waren. Ich kann nicht genau sagen, an was für einem Tag die gemacht wurden. Ich habe immer mal wieder geschaut, wo sie halt einfach reinpassen und habe es dann da dokumentiert. So ein bisschen über meine Gefühle gesprochen, was das Essen angeht. Also es ist, wie gesagt, so ein bisschen ein heikles Thema bei uns. Und dann noch so random Fotos, die ich irgendwie in der Woche gemacht habe. Genau. Noch ein kleines Resümee. Noch ein Foto vom Rückflug. Und dann habe ich einfach hier in diesen Pockets noch so ein paar Ticketsachen. Fotoflüge, Flugfotos und ein bisschen seychellische Dollar quasi hier abgelegt. Ja. So, dann geht es auch schon weiter mit Urlaub Nummer 2. Da haben wir Badolino. Da habe ich noch so ein Transparency-Sheet gehabt. Den habe ich mal irgendwann in der Scrapbook-Werkstatt gekauft, als sie ihn verkaufsoffenen Samstag oder Sonntag hatten. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Badolino, das ist ja so unsere zweite Heimat. Ich kann euch sagen, ich liebe Italien, ich liebe italienisches Essen, Weine und so weiter. Und eigentlich, falls möglich, sind wir einmal im Jahr da. Ich habe einfach hier noch so ein paar Sticker genommen. Wie ihr sehen könnt, sind nicht mehr alle Buchstaben da gewesen. Da habe ich einfach zugeschnitten, was noch da war und es passend gemacht. Auch hier habe ich einfach wieder ein Foto zerschnitten. Denn meine Mama war auch mit am Start. Also es war auch mal ganz schön, noch ein Foto oder ein Album mit ihr zu kreieren. Beziehungsweise einen Urlaub zu dokumentieren. So. Ja, was habe ich hier verwendet? Ich habe auch hier wieder gestempelt. Ich habe versucht, Karten rauszusuchen, die dann irgendwie so farbig noch gepasst haben. Das sind immer verschiedene Kits, also es sind nicht mehr wirklich große Sachen. Checklisten, die finde ich immer ganz cool. Also was wir gemacht haben quasi. Gardasee, hier war ein Weinfest gewesen, da hatten wir echt Glück gehabt. Also wir kamen zur rechten Zeit, das war noch nicht mal geplant gewesen. Genau. Dann auch hier so ein bisschen wieder themenmäßig zusammengefasst. Also wir hatten Pooltage, das war dann einfach repräsentativ ein paar Fotos rausgesucht, ein bisschen darüber geschrieben. Dann hatten wir auch echt super Wetter gehabt. Also wir hatten wirklich mehr als Glück und konnten fast jeden Tag sogar in den Pool gehen oder am Pool liegen. Auch hier wieder natürlich Mila, Wasserrattenkind. Und hat durch das ganze Planschen war die natürlich auch relativ müde, deswegen auch natürlich dokumentiert, dass sie geschlafen hat. Auch hier habe ich wieder so ein Sharpie verwendet, um auf die Fotos zu malen, schreiben. Morgen war mit am Start, durfte sogar mit an den Pool, weil nicht so viele Gäste im Hotel waren. Also wir waren im Oktober oder so oder Spätseptember, ich weiß es nicht mehr genau, da gewesen. Und eigentlich ist das Wetter nicht so, dass der Pool offen ist oder beziehungsweise der Pool ist offen, aber da sind nicht wirklich viele Gäste, die zum Schwimmen da sind. Mehr Chipboard-Elemente verwendet und auch hier wieder. Und hier zum Beispiel, ich habe durch mein Gesicht geschnitten, aber mich stört das ganz ehrlich nicht. Ich finde es schön, das macht nichts kaputt. Hier an der Stelle zum Beispiel durch Milas Arm zu schneiden. Also alles gut. Essensfotos, da funktioniert es auch immer ganz gut. Da habe ich hier eigentlich dokumentiert, dass es Herbst war. Also das sieht man auch so vorne. Hier, ne, Sommer und hier Herbst. Es war aber, wie gesagt, super schön warm. Wir waren auf dem Spielplatz, wir waren viel spazieren. Allein dadurch, dass wir den Hund dabei hatten. Ich habe die Journaling-Karten hier auf ein passendes Maß runtergeschnitten. Also die sind ja 3x4, also muss man irgendwie oben und unten halt immer jeweils noch ein halbes Inch abschneiden. Ich liebe ja Prosecco-Weine. Das ist ja auch so eine Sache, die wir ganz gerne mögen. Dann noch mehr Pool. Also wir hätten nicht gedacht, dass wir so viel an Pool gehen können. Deswegen haben wir die Zeit natürlich genutzt und genossen. Auch hier wieder Sachen außen hingeklebt. Mila ist ja so eine kleine Entdeckerin, die ist wirklich nicht zu bremsen, wenn sie irgendwie was gesehen hat. Dann haben wir eine Weintour gemacht, ein Wine-Tasting auf einem Weingut. Ich glaube, es war Ugolini. Genau, Ugolini müsste es gewesen sein. Also die haben uns ein bisschen was über die Herstellung erzählt und wir haben natürlich nachher auch was probiert. Ich muss natürlich auch ein paar super Aufnahmen machen. Das Wetter hat natürlich wieder super mitgespielt. Schwiegerpapa und Schwiegermama kamen auch ein paar Tage später nach. Hatten wir einen ganz tollen Familienurlaub. Auch hier einfach die Fotos, das sieht einfach super gut aus. Und dann hier sowas, ne? Also das vollendet immer ganz gut ein Foto. Das hier ist eins meiner Lieblingsfotos. Das hier war der Eingang. Na gut, morgen war natürlich auch überall dabei. Und dann einfach so schöne Fotos, Weinfotos, ne? Das sind halt dann 6x4 Fotos. Die habe ich dann halt einfach an der Seite abgeschnitten und dann geteilt.
ein bisschen was dazu geschrieben. Essen ist natürlich auch immer eine ganz, ganz große Sache bei uns und spielt eine ganz wichtige Rolle. Also wenn wir irgendwie was Leckeres essen, muss ich das natürlich auch immer wieder dokumentieren. Dadurch, dass meine Mama dabei war, konnten wir sogar auf eine Date-Night gehen, mein Mann und ich, und hatten wir wirklich einfach Spaß. Zum Beispiel hat dieses Ereignis auch relativ am Anfang stattgefunden. Ich habe es aber jetzt einfach hier reingeheftet, weil es vom Platz und vom Aufbau am meisten Sinn gemacht hatte. Dann waren wir hier noch zum Wine-Tasting in einem anderen Weingut, das war Zeni, da kaufen wir auch ganz gerne Weine, da haben wir auch wieder richtig groß zugeschlagen. Mila mit ihrem Opa. Ja, dann waren wir einfach noch was essen, also ach, lecker, guckt euch mal das Essen an. Und das hier ist so ein Sammelsurium aller tollen Sachen, die ich irgendwie gegessen habe. Genau, und dann sind wir auf dem Rückweg, haben wir noch mal einen Stopp gemacht an der Zugspitze in der Post. Und das musste ich natürlich auch dokumentieren. Also wir hatten echt super viel, viel Glück mit dem Wetter und alles schön und gut. Ja, Mallorca, da sind wir dann auch noch gewesen. Da habe ich so ein bisschen einen Ausblick aus unserem Zimmer fotografiert. Marianne und mich, Mila und Carolina und dann einfach so ein bisschen, was wir halt gemacht haben. Also wir haben eigentlich fast nur am Pool gelegen und die Sonne genossen. Wir waren nur für ein verlängertes Wochenende da gewesen. Genau, also viel Poolzeit. Es war ein Salzwasserpool. Das war irgendwie ganz cool, weil Mila so ein bisschen empfindlich ist, was die Haut angeht. Und da hatte sie nicht wirklich Probleme. Sie hat auch so einen kleinen Babypool noch nebendran stehen gehabt. Ich habe auch noch mal ein bisschen was dazu geschrieben. Ein paar Karten runtergeschnitten, nochmal mit dem Sharpie drumherum gedudelt. Hier habe ich noch diese Sticky Enamel Dots verwendet. Ich liebe ja diese Herzen von Ellie Edwards, da habe ich noch ein paar übrig. Ja, guck mal, die Papa, der war ganz schön verbrannt. Mila hat in dem Urlaub gelernt, Treppen zu gehen. Das war auch irgendwie ganz cool und war total begeistert. Das war dann der Pool hier. Auch wieder Stempel. Ich liebe das ja, auf weißem Papier stempeln und das Ganze einfach als Sticker zu verwenden. Fotos auseinandergeschnitten, so ein bisschen miteinander kombiniert. Also es kann auch sein, dass diese Fotos an unterschiedlichen Tagen entstanden sind. Ich gucke einfach, was passt einfach zusammen. Das interessiert nachher eh kein Mensch mehr. Und dann natürlich, ne, gutes Essen muss halt immer wieder dokumentiert werden. Hier habe ich auch wieder Sachen außen hingeklebt. Gibt dem Ganzen auch so ein bisschen eine andere Dimension. Genau. Und so, das waren dann die letzten Fotos. Und dann haben wir Belek und die habe ich in Wellenpapier als Trennblatt genommen. Belek, ja, Belek war auch einer der besten Urlaube in dem Jahr. Also hier ist Mila am Start mit ihren Kopfhörern. Wir sind mit dem Heli abgeholt worden. Wir waren im Max Royal. Die haben, wenn man eine gewisse Zimmerkategorie bucht, einen Heli-Transport, was so absolut mein Highlight war. Genau, das war dann unser Pilot. So sind wir dann gereist. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier angereist sind oder abgereist sind. Aber das war jetzt repräsentativ für den Anflug. Dann habe ich hier Max Royal und einfach nochmal Belek mit den Felicity Jane Alphan ausgeschrieben. Und was hier zum Beispiel, hier ist mal ein gutes Beispiel dafür. Das hier war ein Joy Kit. Ich glaube, das ist zur Weihnachtszeit mit rausgekommen. Aber viele Sachen kann man halt auch einfach zu anderen Events oder Tagen oder sonstigen Geschichten nehmen. Es muss halt einfach nur passen. Also die Rede ist von Joy, also Freude. Ne? Genau, Pooltage, diese Fotos sind an unterschiedlichen Tagen entstanden. Aber ich will einfach mal so ein bisschen drauf eingehen. Also ihr müsst nicht so tageweise dokumentieren und das macht es unglaublich schwierig. Druckt eure Fotos aus und schmeißt alles zusammen und dann guckt, was euch am meisten anspricht und welche Kombination am besten zusammenpasst. Genau, wir hatten so eine coole Cabana, da konnten wir jeden Tag hingehen und einfach so ein bisschen über dem Meer chillen, also es war echt klasse gewesen, Sonnenschutz dadurch für Mila, wunderbar, wir konnten ins Meer, wobei das hier war im Mai, das war mir fürs Meer zu kalt gewesen, also da bin ich nicht reingegangen. Genau, dann ein Schwarz-Weiß-Foto, ich liebe ja Schwarz-Weiß-Fotos auch, das hier ist ein neues Stempelset gewesen, jetzt bin ich mal gerade gucken, ob ich das irgendwo auf die Schnelle finde. Also, woraus ich ja den meisten Nutzen ziehe, sind natürlich Urlaubsthemen. Und ich habe mir noch ein neues Stempelset irgendwo gegönnt. Das ist auch nochmal ein Urlaubsthema, aber ich weiß jetzt nicht, wo ich es habe. Das ist von Studio Calico und ich glaube, das andere ist auch von Studio Calico. Genau. Auf den Rückseiten habe ich jetzt nichts. Es stört mich auch nicht, weil es könnte sein, dass ich mal irgendwann hingehe und noch was anderes dazu mache oder irgendwie noch was schreibe oder so. Karten, die mir manchmal sehr, sehr schwer
oder bei denen ich mir manchmal ganz schön schwer tue, die irgendwo einzukategorisieren. Manchmal hat man dann einfach so eine Sache wie hier so ein Urlaubsteil und dann all I need is, ne? Und ich hätte das jetzt im Project Life nicht so richtig untergekriegt, aber hier hat es dann einfach für mich funktioniert. Die Karten, die mag ich auch immer nicht so gerne, aber finde ich dann gut, wenn du was Großes draufstempelst. Also ja, man muss halt einfach ab und zu mal ein bisschen Geduld haben. Ich bin ja manchmal so ein bisschen ungeduldig, was das Aufbrauchen meiner Stempel, Sticker und Karten angeht. Aber wenn man dann so Projekte hat, dann hatte ich das Problem sogar gehabt, dass ich nicht mehr genug Karten hatte. Also alles gut, wir werden unsere Karten auf jeden Fall verwenden. Und wenn nicht, sollten wir mal über eine Tauschbörse nachdenken. Ich habe auch schon überlegt, ob ich das Ganze mal auf Facebook irgendwie teile und dass man mal ein paar Karten austauschen kann oder mal das ein oder andere irgendwie loswerden kann. Genau, hier war dann Milas Pool. Die hat auch einen kleinen Extra-Pool nochmal an der Cabana gehabt. Ich glaube, das hier war Felicity Jane. Also ich habe mal immer wieder Sticker von irgendwelchen Sachen verwendet und Stamps von irgendwelchen Kollektionen, bei denen ich noch nicht mehr weiß, was es denn jetzt letztendlich war. Keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht mehr. Mila hat Ananas gegessen. Also es war echt so cool. Und wie ihr sehen könnt, hier habe ich zum Beispiel die Karte auf die Fotos von Mila hier abgestimmt. Diese Schwarz-Weiß-Sticker, die gefallen mir auch einfach gut. Ich mag auch diesen Font. Ich glaube, das war auch von Studio Calico, müsste das gewesen sein. Genau, dann habe ich hier noch ein paar Chipboard-Sachen. Auch wieder hier das mit dem Stempel-Sticker. So von der Herangehensweise ist es bei mir relativ simpel. Zuerst kommen die Fotos, dann kommen die Karten. Dann kommen die Stempel oder Journaling-Spots und dann kommen die restlichen Embellishments. Also es ist so ein lagenweises Füllen von den Alben. Hier so Aussicht aus dem Zimmer noch. Hier war mal Tibenaki essen gewesen. Da haben wir natürlich wieder eine Bootstour gemacht. Ich habe nur geschlafen, Mila hat nur geschlafen, uns ging es einfach nicht gut. Genau, da waren wir nochmal essen gewesen, Steak. Ich liebe Foodie-Stamps, da habe ich... Lass mich mal gerade schauen. Das ist ja hier zu meiner Linken. Das ist der von Ellie Edwards. Den verwende ich regelmäßig. Genau, Essen halt dokumentiert. Auch hier wieder. Das hier war zu einem ganz frühen Zeitpunkt. Das hier war zu einem ganz späten Zeitpunkt. Die Fotos sind einfach gemischt und das hat einfach zusammengepasst an der Stelle. Genau, und dann noch so abschließend einfach The View. Letzter Abend, noch ein süßes Foto von Mila. Auch wieder so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, aber in Summe wirkt es natürlich, ne? Dann haben wir nochmal den letzten Urlaub, auch wieder Wellenpapier als Separation hier. Da waren wir im Skiurlaub. Die zeitmäßig, der Skiurlaub hat als erstes natürlich stattgefunden. Ich glaube im Februar oder März oder eventuell im Januar, ich bin mir nicht mehr sicher. Hotel Post, da waren wir auf dem Hinweg, weil da war Mila noch etwas kleiner und wir hatten ihr nicht wollen, diese lange, lange Fahrt direkt zu muten, weil wir sind nach Alta Badia, das ist dann Südtirol gefahren und das wäre mir irgendwie in dem Stadion so ein bisschen zu lang gewesen, zumal wir auch tagsüber gefahren sind. Genau, auch einfach nochmal so ein bisschen was geschrieben, ein paar Fotos zusammengetragen von der Anreise. Marion und Morgan waren gleichzeitig am Pipi machen, echt super. Mein lieber Hund, auch der ist immer so brav, wenn wir irgendwo sind. Alta Badia, unsere Lieblingshütte, das ist, wir sind immer in, wie heißt die denn noch gleich? Das ist die Las Vegas Hütte. Genau, und dann noch irgendwie zwei Fotos von mir. Zeitmäßig auch natürlich total aus dem Zusammenhang gerissen. Dann, hier gehen wir immerhin essen. Ich liebe den Fruchtbecher, den man da kriegen kann. Also es ist wirklich nur Frucht, kein Eis. Okay, Frucht und Sahne. was haben wir denn noch hier? Genau, Amantarola, da gehen wir mal ganz gerne hin essen. Dann ist da noch ein anderes Foto von der gleichen Hütte. Das ist unsere allerbeste Skilehrerin, die wir haben. Also Marian fährt ja schon seit er 3 ist, er braucht nicht wirklich einen Skilehrer. Ich kann auch eigentlich ganz gut fahren, aber naja, und brauche immer mal wieder Unterstützung. Und jetzt mittlerweile treffen wir uns eigentlich nicht mehr, um zu lernen, sondern kurz zu fahren und dann zeigt sie uns irgendwelche Hütten oder einfach ein bisschen... um nochmal zusammenzukommen, also weil es ist einfach eine super süße, eine ganz liebe und ja, genau, wollte ich natürlich auch dokumentiert haben. Genau, und dann haben wir auch nochmal diese 3x3 Teile, also das ist einfach eine super coole, schöne Größe und ist im Weinkeller. Ich glaube, das war zeitmäßig auch ganz relativ weit vorne und habe es einfach jetzt hier hinten reingebracht, weil ich noch so ein bisschen was gebraucht habe, um diese Pockets zu füllen. Aber wie ihr sehen könnt, macht es einfach absolut keinen Unterschied, also
wenn ihr euch nicht dran stört, irgendjemand anderes, der das Album anschauen wird, den wird es mit Sicherheit nicht stören. Und wenn das einfach so ein bisschen farbmäßig und formenmäßig zusammenpasst, geht hin und macht es einfach. Genau, dann war das hier unsere abschließende Skitour gewesen. Ich glaube, am letzten Tag, wo wir noch einen Skipass hatten. Da habe ich natürlich ein bisschen was dokumentiert. Die Scortoni-Hütte. Da sind wir auch auf der Hochzeit, beziehungsweise bei unserer... Also wir haben ja mehrere Tage quasi geheiratet mit Familie. Wir sind weggeflogen und keiner wusste, wohin. Hatten einen Flieger gemietet und sind dann nach Südtirol geflogen. Dann wurden wir von einem ganz geilen Bus abgeholt und sind dann weitergefahren. Und dann hatten wir natürlich so ein paar Tage Programm mit denen. Unter anderem sind wir auch auf diese Hütte gewandert. Und ich weiß, dass uns jeder dafür gehasst hat, weil das war der schlimmste Anstieg ever. Aber da sind wir einfach sehr gerne und wir wollten gerne, dass die Family natürlich halt auch diese Location so ein bisschen kennenlernt. Genau, da sehen wir mal, wie viel Schnee wir hatten. Also normalerweise geht man im Sommer, sind wir da ein paar Treppen hochgegangen. Wie ihr sehen könnt, ich schätze mal, das sind bestimmt gute 2 Meter Schnee, die da liegen. Genau, und dann, ich liebe Austern. Natürlich mussten wir noch die Austern dokumentieren. Das hier war noch irgendein anderes Event. Ich glaube, da sind wir sogar mit unserer Skilehrerin an dem Tag gewesen. Aber auch hier, ne, die Fotos sind so ein bisschen auseinandergerissen. Macht mir aber absolut gar nichts. Also es geht darum, die Fotos zu dokumentieren. Und das mache ich halt in dem Fall auch. Ne? Und dann habe ich so ein bisschen über Old Habits und New Habits gesprochen. Also früher waren wir on Tour, on Tour, on Tour. Essen, saufen, trinken, wie auch immer. Und natürlich haben wir jetzt eine Tochter, also müssen wir so ein bisschen abwechselndes Programm auch für die kleine Maus machen. Ja, ihr Lieben, das war mein Travel-Album 2018. Ich werde noch die Jahre davor irgendwie scrappen. Wenn auch, ich weiß nicht genau wann, aber das wird passieren auf jeden Fall. Ich werde mir da aber jetzt keinen Druck machen, zumal wir viele kleine Alben schon haben. Aber ich möchte es gerne irgendwie in einer gesammelten Form haben. Und das hier ist so, ich glaube, das Beständigste, was man hat. Also ich glaube, hier muss ich keine Angst haben, dass es kaputt geht oder dass die Fotos so schnell vergilben oder wie auch immer. Man kann hier einfach durchschauen und auch mal einfach das Album irgendjemandem geben, ohne dass der verzweifelt mit den ganzen Klappen, so wie das früher bei den Mini-Alben war, die ich da halt gestaltet habe. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein Walkthrough gefallen. Es wird auch noch eine Flip-Through-Variante geben für diejenigen, die nicht so viel Lust haben. Manchmal, ich bin ja auch so jemand, ich gucke mir immer beides von allen möglichen Leuten an, aber ne, könnt ihr ja anscheinend, wie ihr es halten wollt. Es gibt auch noch einen Flip-Through, wenn ihr noch einfach mal das Ganze so sehen wollt, wie es wirkt, wenn man einfach nur so durchblättert. Falls es euch das Video und das Album gefallen hat, würde ich mich natürlich über Kommentare und Feedback freuen. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder auch mal irgendwie was Spezielles von mir sehen wollt oder wissen wollt, dann lasst es mich auch unten in den Kommentaren wissen. Ich freue mich natürlich immer, wenn ich euch ein bisschen weiterhelfen kann. Ich habe ja so ein bisschen was an dem Format von Project Life geändert und viele finden es ja ganz gut. Also lasst mich auf jeden Fall wissen, was ich für euch tun kann. Ich versuche natürlich immer wieder regelmäßig zu uploaden, aber es ist momentan einfach nicht so wirklich drin und ich hoffe, ihr könnt damit leben. Ja, wenn nicht, ich kann es leider nicht ändern momentan, auch wenn ich es wollte. Ich wünsche euch was, ihr Lieben, und ja, wie gesagt, bis demnächst.